Hallo und herzlich willkommen bei Andi kocht. Heute gibt's Omelette. Omelette ist überwiegend ja aus Ei mit leckeren Zutaten, die ihr nach Wahl zusammenstellen könnt. Und das ist auch das Tolle, wie ich finde, am Omelette. Ich habe hier heute mal nur als Vorschlag zu verstehen ein paar Sachen vorbereitet. Das ist eine Lauchzwiebel, Kirschtomaten, Paprika kann man reintun, Pilze. Ich habe die Pilze schon mal ein bisschen in der Pfanne angebraten, damit die etwas intensiver werden vom Geschmack. Ganz kleines bisschen Salz, Pfeffer dazu. Ihr könnt natürlich Schnittlauch dazu tun. Salbei finde ich ganz spannend. Petersilie kann man dazu tun, habe ich jetzt nicht. Und wenn man es mit Wurst mag, kann man natürlich auch Wurst reintun. Ich habe ja so eine italienische scharfe Salami, die schneide ich jetzt gleich noch in kleine Stücke. Genau, und das eigentliche Omelette besteht nur aus den Eiern. Und zwar pro Person 2 bis 3 Eier, je nach Hunger oder je nach Größe vom Ei auch. Ich gebe gerne einen Schluss Milch mit dazu. Das ist dann eigentlich auch schon alles. So, vieles habe ich schon vorbereitet, wie die Pilze, wie den Lauchzwiebel. Manches mache ich noch kurz. Das kann man natürlich grundsätzlich machen, wie man will. So wie ihr es jetzt klein schneidet oder nicht klein, so schmeckt es halt hinterher in eurem Omelette. Ich habe jetzt hier mal die Wurst halbiert und versucht, die in möglichst dünne Scheiben zu schneiden. Und dann würde ich sagen, mache ich heute mal 2 Omelettes. Eines vegetarisch und eines mit der Wurst da drin. Paprika braucht man natürlich keine ganze. Ich würde sagen, vielleicht maximal 1/3. So. Beim Paprikaschneiden hilft, wie bei vielen Dingen, ein scharfes Messer. Weil Paprika haben ja eine ziemlich harte Haut. Und je scharf das Messer, desto einfacher das zu schneiden. So, irgendwelche Teile. Wie gesagt, könnt ihr ja machen, wenn ihr lustig seid. So, und dann kommt es da rein. Deswegen heißt der Schnittlauch, weil ich ihn jetzt schneide. So, Salbeiblätter, zweimal längs und ein bisschen quer, sodass die einfach kleiner werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem mit dieser scharfen italienischen Wurst super harmoniert. Aber das werden wir jetzt rausfinden. So, also viel ist es ja gar nicht. Wir machen das in 2 Teile, wie gesagt. Das heißt, ich mache jetzt mal 3 Eier da rein. Und dann ein Schuss Milch, also mit einem Schuss, wie soll ich das mengenmäßig jetzt beschreiben, bei den 3 Eiern, wie viel war das jetzt, 60 Milliliter, sowas. Die würde ich jetzt einmal kurz verquirlen, also an sich, ohne dass jetzt noch was drin ist, einfach, dass man das Ei schön ordentlich untereinander kriegt. Dann machen wir hier Salz, Pfeffer rein, kann man ja auch noch nachwürzen, aber einfach, dass immer so Grundwürze da ist, ja. So. Lauchzwiebel, so eine Prise. Mit dem Salbei darf auch rein. Was haben wir noch hier? Schnittlauch, Paprika. Ach, das Tomätle haben wir noch gar nicht geschnitten. Das muss natürlich noch passieren. So, ich würde die einfach einmal so halbieren, upsala, auf der Schnittfläche liegend, dann nochmal irgendwie vierteln. Ne? Dann denke ich mal, sind wir von der Größe her richtig. So, haben wir noch was vergessen? Ah, Pilze, Pilze. Alles rein in den Teig, nenne ich es jetzt mal. Und dann wird es nochmal ordentlich verrührt. Und dann geht es eigentlich auch schon rüber an den Herd. Ihr seht, es geht relativ fix. Ja, okay, ich habe die Pilze vorbereitet. Aber ansonsten ein bisschen Schneidarbeit, ein bisschen rühren. Und dann kann man es eigentlich schon zubereiten und nach wenigen Minuten essen. Auf halber Hitze, die darf nicht zu hoch sein, damit es nicht reinbackt,
Kochen wir jetzt das Omelett. Und zwar mit ein bisschen neutralem Öl in der Pfanne. Und ganz wichtig, die Pfanne sollte beschichtet sein, damit euch das Omelett nicht reinbackt. Beschichtet die Pfanne und nicht zu groß, weil wir haben ja jetzt 3 Eier. Die verteilen sich natürlich in der ganzen Pfanne. Je größer die Pfanne, desto flacher das Omelett. Und wir wollen es nicht ganz so dünn. Das ist ja kein Pfannkuchen. Deswegen, also so ein 3/4 Zentimeter stark wäre schon gut. Ich habe jetzt keine kleinere beschichtete Pfanne, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, denkt daran, Pfanne nicht zu groß. So, dann, wenn die Pfanne ordentlich warm ist, kommt einfach das ganze Omelett-Zubehör da rein. Deckel drauf, das ist wichtig, damit die Hitze drin bleibt und damit es auch von oben garen kann. Und dann würde ich sagen, 3 Minuten und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich habe jetzt während der 3 Minuten die Hitze noch mal ein bisschen reduziert auf unter die Hälfte, weil ich gesehen habe, dass es schon schön außenrum fest wird auch. Ne? Das ist so die Konsistenz, die ich haben will beim Wenden. Es soll noch schön fluffig und möglichst weich sein, aber natürlich nicht so, dass es davonläuft, wenn ich es umdrehe. So, wenn ihr Glück habt und eine beschichtete Pfanne, dann könnt ihr das Rührei jetzt einigermaßen gut vom Pfannenboden lösen. So. So, und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Welt gehört den Mutigen und wir machen es in der Luft oder eben nicht. Was meint ihr? Luft? Na gut. Naja, also würde mal sagen, weil es ja auch live ein bisschen unter Druck und so, ja, so schlecht war es gar nicht, oder? Hitze nochmal reduzieren. Auf der zweiten Seite lassen wir es jetzt nur ganz kurz, also Minute, sage ich mal, anbraten, weil dann ist es eigentlich schon fertig. Und es soll ja noch innen schön fluffig sein, ja? Könnt ihr den Deckel nochmal drauf machen kurz. Deckel auf. Und das macht man das ja klassischerweise so bei einem Omelett, dass es einmal halb zusammengelegt wird. Warum? Weiß kein Mensch. Aber es ist einfach so. Eieiei, macht es einem echt nicht leicht hier halt. So, hä? Sehr gut. Voilà. Ein Omelett, wie es aussehen soll. Ich habe jetzt das mit der Salsiccia, mit der Wurst drin gemacht. Das ohne ist auch nicht anders. Ne? Ist ja dasselbe in grün, deswegen zeige ich es euch jetzt nicht zweimal, sondern eben einmal, damit ihr seht, wie wunderschön das Omelett aussieht.